herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe am Karfreitag. Heute am Grand Central. 750.000 Menschen gehen hier täglich ein und aus. Dieser zentrale Knotenpunkt steht stellvertretend für die Stadt, die niemals schläft. Doch manchmal wünscht man sich ein Innehalten. Besonders am Karfreitag, wenn man so wie ich eine liebe Person verloren hat. Der Tod Jesu Christi sollte uns innehalten lassen und gleichzeitig mit Mut und mit Hoffnung erfüllen, denn wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, sondern die Ewigkeit uns verheißen ist. Daher macht mich die Diskussion, die jedes Jahr in Deutschland wieder aufflammt, um das Tanzverbot am Karfreitag sehr nachdenklich. Wer so wie ich 5 Jahre lang auf einen stillen Karfreitag verzichten muss, der weiß ihn zu schätzen. Nachdenklich.